Liebe Zuschauer, ich möchte ein kleines Experiment mit Ihnen heute machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben diesen Lottoschein ausgefüllt. Diese 6 Zahlen, 3 davon sind schon gekommen. Das heißt, Sie haben mindestens schon 10 Mark. Und jetzt schauen wir mal, ob die nächsten 3 auch noch kommen. Das Rad dreht sich. Die 43, nicht zu fassen. Auch die 43, das sind schon 4 richtige, mindestens 60 Mark. Das ist aber Glück. Hm? Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Das Glücksrad, the Wheel of Fortune, unerbittlich dreht es sich und dreht es sich und sagt uns jetzt, was fallen wird. Es ist die 26. Moment, 20, 21, 22, 26. Nicht zu fassen. Auch die 26 haben wir. 26. Jetzt haben wir 5 richtige. Oh Gott, ich glaube es nicht. 5 richtige. 5 richtige. Wenn jetzt noch die entweder 6 richtige Zusatzzahl. Nein, ich zittere. Und jetzt entscheidet sich's. Bin ich reich, glücklich? 3. Juhu, die 3. Auch die 3, auch die 3, auch die 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 richtige. Es ist nicht zu fassen. Herr Trebermann, der Mensch, der dieses jetzt hinter sich gebracht hat, ist er glücklich? Ich nehme an, viele träumen davon. Und Glück gehabt hat er ganz bestimmt, wenn es ihm so geht. Aber glücklich wird er wahrscheinlich nur, wenn er das Geld benutzt, andere Menschen glücklich zu machen. Sonst wird er sehr bald merken, dass man vieles im Leben mit Geld sich nicht kaufen kann. Freunde nicht, die Liebe nicht, auch das Glück nicht. Es ist ein großer Unterschied, Glück zu haben im Leben oder von innen her glücklich zu werden. Also Glück ist dann, wenn wir sagen, diese 6 Zahlen sind gekommen, vielleicht in einer Art Synchronizität, das ist Glück als Ereignis. Aber was wir eigentlich suchen, ist ja Glück als Zustand, als Menschen. Mir ist es auffällig, dass man glaubt, durch das Spielen glücklich zu werden. Mhm. Spielen ist eine ganz ursprüngliche Art, auf die Welt, die uns umgibt, zu antworten. Wir stellen fest, manches darin ist gesetzmäßig, hat eher eine Mechanik zur Grundlage. Aber dann brauchen wir eine Fülle von Zufallsinformationen, um zu verstehen, was wirklich abläuft. Und auf diese Mischung von zum Teil überschaubarem und völlig unwägbarem setzen wir unser Leben oft, unser ganzes Schicksal aufs Spiel, weil wir nicht wissen, was dabei herauskommt. Immer wollen wir dabei gewinnen, aber derjenige, der beim Lotto gewinnt, kann ja seine Summe nur zusammenbekommen durch all diejenigen, die eingezahlt haben und hatten Unglück. Die Einzigen, die wirklich gewinnen, sind die Spielbanken selber. Mhm. Die verlieren nie, so wie das Weltall im Ganzen, der Kosmos, nie verlieren kann. Aber die Agenten da drin, die Spielenden allzumal. Entscheidend ist, dass wir lernen, so zu spielen, dass wir uns selber vom Gewinnen müssen entlasten. Man kann das gut beobachten. Jemand geht mit seinem Hund am Nachmittag spazieren, er leint ihn ab, er läuft auf der Wiese umher und er trifft einen anderen Hund. Dann kann es sein, dass die beiden nach ganz kurzer Zeit des sich Kennenlernens anfangen, Wettlauf zu spielen. Mhm. Und man beobachtet, dass der große Hund mitunter sich fangen lässt von dem viel kleineren. Die beiden lernen unter anderem durch das Spielen die Regeln des Beutefangs. Mhm. Aber sie kehren die Logik um. Der viel Stärkere macht sich zum Gehetzten und er genießt das Stück Angst, Lust, das da drin liegt, vom Ernst des Lebens erleichtert zu sein. Wie man glücklich wird, nicht durch das Spielen, indem man Glück haben will, sondern wie man es lernt, glücklich zu werden beim Spielen, indem man das Leben selbst als Spiel auffasst. Das wäre eine wirklich religiös gewordene Kunst und Weisheit. Das machen Kinder doch auch eigentlich, nicht? Also das Spielen, was Sie jetzt mit den Hunden beschrieben haben. Ich sehe nur immer so eigenartig, wie verkrampft, als es einmal diesen Super-Jackpot gab mit 35 Millionen,
Überall an den Lotto-Annahmestellen standen Schlangen von Menschen, so lang wie noch nie. Und jeder eine, also mindestens, vielleicht haben 60 Millionen Menschen gespielt, jeder eine träumte davon, in den Besitz dieser 35 Millionen zu kommen. Am Ende haben sich das 4 Menschen, glaube ich, geteilt. Aber doch natürlich mit dem Hintergrund, auch reiche Menschen haben gespielt und manche haben hunderte von Lottoscheinen abgegeben, immer mit dem Hintergedanken, wenn ich dieses Geld habe, dann bin ich zumindest die finanziellen Probleme los, habe eine Art von Sicherheit. Vielleicht geht es Ihnen gar nicht so sehr um das Glück, denn das Glück als Ereignis, wenn die Zahlen kommen, gut, das ist, kann man wirklich sagen, es ist Glück, dass die Zahlen gekommen sind. Aber was diesen Menschen dann irgendwo abgeht, ist ja ein Gefühl der Sicherheit. Und wie kommt es, dass der Mensch so unsicher geworden ist in der modernen Zeit, dass er einen Lottoschein braucht, um sich Sicherheit zu erkaufen? Das ist ein Paradox. Richtig spielen kann man eigentlich nur im Gefühl der Sicherheit. Ein Kind, das sich geborgen fühlt, das kann mit ein paar Klötzchen glücklich sein, indem es spielt. Wir Erwachsene sind oft große, verängstigte Kinder und wir glauben, dass wir durch das Spielen Sicherheit gewinnen können. Und damit drehen wir alles auf dem Kopf. Wir machen also ein Instrument, das uns helfen könnte, in der Zeit bei einer bestimmten Sache fast absichtslos zu sein, ein Fetisch, um damit etwas zu erreichen. Das ist Hexerei und Magie, sozusagen ein verbliebener Rest alter Religion, verfälscht bis zum Aberglauben. Drum wäre es vielleicht wichtig, dass wir mal darüber nachdenken, was denn der Unterschied wirklich ist zwischen Glück haben und glücklich sein. Kein Mensch wird bezweifeln, dass wir im Leben eine Menge Glück haben müssen. Wir würden uns was vormachen, das einfach zu leugnen. In gewissem Sinn muss man in der richtigen Familie zur Welt gekommen sein, muss vor schwerer Krankheit in Kindertagen bewahrt gewesen sein, muss in einer Wetterecke der Geschichte haben leben dürfen, wo nicht gerade wieder Krieg und Volksaufstand ist, wo nicht Hunger und Seuchen wüten. Auf all das haben wir kein Anspruchsrecht, dass es so ist. Wir haben im Grunde Glück, dass es den meisten von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier in Deutschland gerade mal so geht. Vor 50 Jahren war es gründlich anders. Wir müssen Glück haben, dass wir eine gute Ausbildung bekommen, dass wir im Beruf zu etwas gelangen. Wir können, je älter wir werden, ein Stück auch dazu beitragen. Wir können zufrieden werden, indem wir erfolgreich in der Arbeit sind. Wir können glücklich nach Hause kommen, wenn uns etwas gelungen ist, das unseren Einsatz jetzt an Energie, an Fantasie, an Intelligenz wert war. Um wirklich glücklich zu werden, glücklich zu sein von innen her, brachten wir eine Entlastung von all den Dingen, die vom Zufall äußerlich abhängen. Und da ist die Frage, wie kommen wir dahin, mit uns selber so in Einklang zu gelangen, mit der Welt, die uns umgibt, so einzuschwingen, dass ein Zustand der Harmonie, der inneren Befriedung entsteht. Eben weil ich denke mir immer, wenn wir sehen, gut, wir haben all diese Voraussetzungen, wir leben relativ sicher etc. etc. Und dennoch nehmen wir es nicht wahr. Wir wollen immer noch ein Mehr. Und vielleicht bringt uns genau dieses Mehr, was wir wollen, ins Unglück. Nicht? Wir wollen noch mehr Geld und noch mehr Geld und fordern immer mehr. Wir wollen noch mehr Sicherheit und dieses und jenes, noch eine bessere Ausbildung, nehmen gar nicht das Glück wahr, im Gegensatz zu anderen Menschen, wie glücklich wir eigentlich sein können, hier und so weiter, in diesen Bereichen, in diesem Moment der Geschichte zu leben. Das ist so paradox. Wir bringen den meisten bei, man kann seines Glückes Schmied sein. Wir haben das Vorbild der amerikanischen Lebensphilosophie. Wenn du dich anstrengst, wenn du die Ellbogen gebrauchst, wenn du an der Karriere bastelst, wenn du rücksichtslos bist, wenn du erfolgreich bist, dann bist du ein gemachter, will sagen, ein glücklicher Mann. Man muss den Wert auch legen auf dieses Macho-Ideal, das sich da mit ausspricht. Im Grunde hat man lauter Anweisungen zum Unglück dabei. Das ist richtig. Also wer nur danach lebt, lernt nicht glücklich zu werden, sondern grausam. Wobei es ist doch so eigenartig, gerade wenn Sie von Amerika sprechen, in der amerikanischen Verfassung ist ja das Recht auf Glück garantiert. Dort heißt es in der Präambel, sagen Sie, the pursuit of happiness is granted to everyone. Das ist ja unglaublich. Das ist ein basisdemokratischer Akt sozusagen. Nur wie das zustande kommt und welches Unglück das für andere bedeutet, wenn jemand das wirklich ernst nimmt, das wird natürlich nicht gesagt. Nicht? Man hat in der Kathedrale von Baltimore mal ein Gebet gefunden, das ist sehr schön, damit endet strive to be happy, streng dich an, kämpf darum, glücklich zu sein.
Aber da hat es nicht diese Ellbogenmentalität, nicht das schmiedeeiserne Planen von Karriere und Erfolg, sondern vorausgeht ein sehr besinnlicher Text. Du bist ein Kind des Universums, nicht anders als die Sterne und die Bäume. Du hast ein Recht, da zu sein. Und ob es dir bewusst ist oder nicht, das Weltall entwickelt sich, wie es muss. Wer das begreift, vorweg noch wird gesagt, geh mit deinen Gefühlen sorgfältig um. Leugne nicht Gefühle, die du nicht hast. Mhm. Sei vorsichtig in Geldangelegenheiten, die Welt ist voller Tricks. Mhm. Aber überall gibt es Menschen, die sich engagieren, bis zum Heldenmütchen und Tapferen. Will sagen, sei nie zynisch in Fragen der Liebe. Das alles sind Anweisungen zu einem Glück ganz anderer Art. Und davon lohnt sich, Regeln zu gewinnen, wie man arbeiten könnte nach innen, um Voraussetzungen zu schaffen, die einigermaßen frei machen vom Unglück. Ich glaube, die meisten hat man gelehrt, an gewisse Dinge zu glauben, die wir pflichtgemäß ableisten müssten und die nichts weiter sind als Anweisungen, sich selber und andere zu quälen. Den Nutzen haben niemals wir davon, sondern bestimmte Institutionen, bestimmte Gremien, die die Ausbeutung betreiben. Also aber das nicht heißt im Sinne haben, dass Menschen wirklich glücklich sind. Sie fürchten das förmlich und nennen es Egoismus, dass es Menschen gibt, die wirklich glücklich sein wollen. Das heißt, wenn Staaten, jede Art von Staat, jede Art auch von gesellschaftlichen Systemen, verspricht ja niemals Unglück. Auch jede Sekte, jede Kirche, alles, jede Gemeinschaft, jede Partei verspricht doch den Menschen irgendwo Glück, denn sonst würde ja keiner hingehen. Also nach diesem Bedürfnis, Glück zu haben, schließt sich ein Mensch irgendeiner Gruppierung an, weil er glaubt, auch ein Gemeinschaftsglück, fast ein dionysisches Erlebnis zu haben und ist dann natürlich enttäuscht, er kann aber nicht mehr raus. Und mir scheint also, beide Systeme, das kommunistische und das kapitalistische System, haben beide komplett versagt. Sie haben ihren Untertanen, schon das Wort sagt ja, worum es da geht, immer Glück versprochen und keiner hat es gehalten. Also wenn Staaten schon nicht funktionieren im Glück schenken, im Glück spenden, was machen die Religionen dann? Noch so gesagt, der Kommunismus war bis dahin mindestens ein Stück weit ehrlich, als er den Leuten gesagt hat, für euch, für die Generation, die jetzt lebt, wollen wir auch das Glück nicht, wir wollen die ganze Menschheit, und zwar in Zukunft, durch das Opfer, das ihr jetzt bringt, beglücken. Von der Art ist die kapitalistische Verheißung aber auch. Sie verlangt so viel an Vorarbeit, dass man im Grunde in dem Wahn lebt, wenn man erst mal 80 ist, wenn man nur noch die Rente verwaltet, dann könnte man glücklich werden. Ja. Natürlich ist das Glück ein Zustand jetzt. Nie ist das Leben ein Wartesaal, in dem man sich verhockt und darauf aus ist, dass das Leben selber eintritt wie ein spätgeborener Gast. Ein altes ägyptisches Sprichwort sagt einmal, was soll ein Glück, das zu so später Stunde kommt, dass man es im Dunkeln nicht mehr sieht. Aber genau, macht nicht die christliche Botschaft sozusagen, die christliche Kirche oder die Kirchen, machen ja das in der Verheißung auf das Paradies, wird der Glücksmoment irgendwohin in die Ewigkeit verlegt. Aber keiner lässt uns hier, jetzt im Moment glücklich sein. Warum denn nicht? Das ist das Erstaunliche. Ich glaube, man missversteht oder verfälscht sogar absichtlich dabei die Grundlagen, auf denen das Christentum vor allem steht. Sehe ich richtig nach, war Jesus ja nicht gekommen, uns eine ferne Welt zu versprechen. Er hat ganz ausdrücklich gesagt, das Reich Gottes, nennen wir es in unserem Zusammenhang, den Zustand des Glücks, des Einklangs des Menschen mit den Quellen, aus denen er heraus erlebt, ist zum Greifen nah. Oder er konnte sagen, es lebt in euch selber. Es sind die Kirchen, die uns weismachen, das Reich Gottes ist nicht gekommen, weil Gott sich verzögert. Die Wahrheit ist, wir sind zu feige, an das zu glauben, was wir wirklich sein könnten. Glückliche Menschen, wir lassen uns einschüchtern, terrorisieren, abhängig machen, in die Knechtschaft bestimmter Warnsysteme bringen. Die Religion, speziell im christlichen Bereich, hat uns weisgemacht, dass wir durch Opfern für die Kirche, für die Menschheit, für Christus, für Gott, der das leiden will, in irgendeiner Weise dann auf eine späte Prämie hoffen könnten, immer in einer jenseitigen Welt. In Wirklichkeit wollte Jesus ja nicht leiden. Er wollte uns in gewisser Weise bei der Hand nehmen und uns zurückführen in ein verlorenes Paradies. Die mythische Geschichte der Bibel erzählt, das Paradies sei verstellt durch zwei Engel, die stehen als Wächter mit den Flammenschwertern davor. Sagen wir es übertragen,
Das Einzige, was uns hindert, in diese Welt zurückzukehren, die wie ein Paradies sein könnte, ist die ewige Angst vor verstellenden, scheinbar göttlichen Größen. Das wollte Jesus abarbeiten, indem er sagte, Gott ist nicht als erstes ein Popanz zum Recht haben und zum Angst machen, sondern die Grundlage zum Vertrauen. Schauen wir uns die lebendig gelebten Religionen an, hat eine alte Geschichte eigentlich ganz recht. Irgendwo fand einmal eine Messe statt, über die Religionen. Und jede stellte sich vor, so wie man wirbt für bestimmte Möbel oder Unterwäsche, machte man Reklame für die Religion. Im ersten Pavillon erfuhr man vom Judentum, dass Gott gütig ist und dass die Juden sein auserwähltes Volk sind. Im zweiten Pavillon erfuhr man, dass Gott allbarmherzig ist und Allah in Mohammed seinen Propheten erwählt hat, auf den man hören muss. Im dritten Pavillon hörte man, dass Gott die Liebe ist. Aber dass man glücklich nur werden kann, wenn man der Kirche zugehört, speziell der römischen Kirche. Am Ende fragt Gott selber den Besucher, was er über ihn gelernt hat. Mhm. Und er sagt, ich habe gelernt von dir, dass du engstirnig, fanatisch und grausam bist. Sehr schön. Und Gott sagte, auf diese Messe wäre ich auch nicht hingegangen. Mir liegt an den Menschen, nicht an den Religionen. Ja. Und der Besucher sagte, du darfst nicht länger so weiterreden, dafür hat man dich schon mal gekreuzigt. Mhm. Und er sagt, das haben die religiösen Menschen getan. Warum hast du keine Religion? Aus Religion, müsste man sagen. Zum Glück gehört Weitherzigkeit, gehört deine weltumspannende Güte, gehört das Unvermögen eigentlich, Menschen im Namen irgendeiner Ideologie oder Zwangsidee voneinander auszugrenzen und zu trennen. Glück ist ein Zustand, der überfließt, der sich mitteilt, wo man die Bäume umarmen und die Blumen streicheln möchte und sich austauschen will mit den Menschen. Ich habe nie begriffen, warum die herrschenden Instanzen in Politik und Kirche genau davor Angst haben, dass Menschen glücklich sind. Sie denken dauernd, dann sind die Leute fixiert auf sich selber. Die Wahrheit ist, der Schmerz fixiert die Menschen auf sich selber. Ein wenig Zahnschmerz genügt und bei dieser Sendung würde keiner in Ruhe zuschauen können. Das Glück umgekehrt ist jederzeit bereit, sich mitzuteilen, weil das Herz übervoll ist. Es ist ein Zustand, in dem man schenken will. Und so mit dem Lotto. Das ist richtig. Sechs Richtchen. Aber wenn der Mann wirklich glücklich ist, geht er auf die Straße und überlegt, wer braucht. Der braucht es. Am ersten meine Hilfe. Aber wie kommt es, sag mal, dass wir als Menschen so schwach sind, dass wir auf jedes Heilsversprechen eigentlich hereinfallen? Also auf staatliche Heilsversprechen fallen wir hinein, auf religiöse, egal welche Prägung, fallen wir auch hinein. Selbst der Buddhismus predigt ja eine Art von Erlösung aus dem selbstverschuldeten Zustand. Und das Allerschlimmste ist natürlich die Werbung. Nicht? Die Werbung verspricht uns in jedem Produkt, in allem, was wir kaufen sollen, Glück. Denn sie sagt ja ganz zu Recht eigentlich, wenn du das nicht kaufst, bist du ein unglücklicher Mensch, es geht dir schlecht. Ergo, kaufe es, du wirst ein wunderbares Leben haben. Kaufe dieses Auto, kaufe jene Unterhose, kaufe dieses Instrument, was auch immer. Jetzt frage ich mich aber, das müssten Sie ja als Psychotherapeut wissen, weshalb ist der Mensch so verschoben in seinem modernen Weltbild, dass er darauf hineinfällt, obwohl er sogar ja in den meisten Fällen weiß, dass hier irgendwas nicht ganz stimmt. Vermutlich stimmt die Meinung derer, die sagen, in unserer Kultur ist so etwas angelegt wie ein materielles Missverständnis. Was Menschen wirklich glücklich macht, ist die Begegnung miteinander, der Austausch wirklicher Gefühle, ein Empfinden, der andere glaubt an mich, möchte mich, in seiner Nähe darf ich der Mensch sein und werden, der ich selber bin. Bitte, ja. Wenn diese Momente ausfallen, kaufen Menschen sich frei, indem sie dem anderen etwas in den Mund stecken oder in die Hand drücken. Sie denken damit sogar Zeit zu sparen. Manche Mütter, die für die Kinder nicht wirklich da sein können, aus wer weiß was für entschuldbaren Gründen, denken, sie haben es leichter, wenn sie das Kind vors Fernsehen setzen oder wenn sie ihm irgendeine automatische Puppe in die Hand geben. In Wahrheit wird dabei die Aufgabe komplizierter. Die Kinder spüren irgendwann, dass mit all dem, was man kaufen kann, sie selber verkauft werden sollen. Vor allem als dumm verkauft werden sollen. Die Rechnung geht nicht auf in dieser Art. Also hat man irgendwo ein unglückliches Kind, das jetzt fast mit Krankheitswert die Nähe und die Liebe wieder einfordert. Und schon sitzt man völlig drin in einem Teufelskreis. Was Sie mit der Werbung meinen, ist im Grunde etwas, das man Menschen, die immer noch leben, wie große kleine Kinder,
weismacht. Wenn du dies und das hast, ja, was wird dann sein? Im Grunde nicht einmal, dass du voller Langeweile jetzt in einem besonders gepolsterten Stuhl sitzt oder in einem mit Goldnägel behauenen Bett schläfst. Es wird ja, wenn man die Augen zumacht und gut schläft, wenig Wert besitzen. Entscheidend bei all dem ist, dass man glaubt, man gewinnt dadurch an Liebe, wenn man dieses Kleid trägt, wenn man dieses Make-up hat, wenn man diesen Titel gewinnt, wenn man dieses Auto fährt, dann ist man doch eine Frau, ein Mann, auf den die Blicke ruhen. Dann hat man die Voraussetzungen geschaffen, um geliebt zu werden. Und da liegt eigentlich das Teuflische drin bei der Werbung. Aber wie kommt es, dass wir in unserer Selbstacht... Man verkauft Liebe, indem man Fetische verkauft. Ja. Glücksfetisch. Aber wie kommt es denn, dass wir in unserer Selbstachtung so gesunken sind oder in unserem Selbstwertgefühl so viel verloren haben, dass ich mich zum Beispiel auch im Bereich der Liebe gar nicht als Sexualpartner offerieren kann einer Frau, wenn ich nicht dieses oder jenes Auto fahre oder so dumm bin und denke, ohne dieses Symbol, Statussymbol geht es nicht. Ich habe sehr kürzlich sehr nett gesehen, die Tochter von Ornella Muti wurde von meinem Kollegen Gottschalk befragt, ob denn der Held schon gekommen sei und welches Auto er gefahren hätte. Die Tochter von Ornella Muti ist 20 und sie sagte ganz entzückend und ganz bescheiden, er kam mit einer Vespa. Also er kam mit dem Motorroller daher, er brauchte gar kein großes, glücksverheißendes Statussymbol. Ist es aber nicht so, dass wahrscheinlich liegt ja das einzige Glück, das wir überhaupt finden können, in der Liebe. Ich denke, Sie sagen etwas ganz Wichtiges, wenn wir davon lernen, abzurücken, uns zu definieren durch das, was wir haben oder in den anderen Augen an Geltung uns erleisten oder erlisten können. Entscheidend hat für mich Glück etwas damit zu tun, dass wir lernen, wer wir selber sind und dabei den Auftrag spüren, den wir haben. Mir scheint, im Leben eines jeden Menschen ist etwas Bestimmtes angelegt, ein bestimmtes Lied, ein bestimmter Ton, ein bestimmtes Wort, das nur er sagen oder dichten, aussprechen kann. Wenn er das verfehlt, lebt er in gewissem Sinne umsonst. Sein Glück ruht darin, dieses Wort, diesen Ton zu hören, darin einzuschwingen, das gestalten zu dürfen. Es kann sein, dass nach außen dabei ein Mensch auftritt wie ein Unglücklicher. An manche Künstler etwa möchte ich dabei denken. Mhm. Ein Mann wie Vincent van Gogh, in der Irrenanstalt lebend, würde nach den bürgerlichen Wertmaßstäben für einen Verzweifelten gelten müssen. Ganz sicher nicht als das Vorbild eines glücklich gelingenden Lebens. Ja. Trotzdem, in gewissem Sinne, hatte van Gogh keine Alternative. Er konnte irgendwann mal sagen, ich male jetzt nicht mehr Kathedralen. Mhm. Aber die Augen von Menschen, die Religion der Pfaffen ist tot, mausetot. Ich aber liebe. Seine Bilder wurden nicht verkauft. Er musste förmlich betteln für die Leinwand, auf der er malen konnte. Heute verramscht man seine Bilder für Millionen Mark auf den Auktionen. Van Gogh hat nie ein Bild gemalt, um damit Geld zu verdienen. Es gab eine bestimmte Wahrheit, die er finden und ausdrücken wollte. Wie man Menschen sieht, Bauern sieht. Wie man die Barke eines Baumes so fühlt, dass sie tröstet gegen die Angst. Wie man den großen, offenen Himmel sieht, in dem das Licht sich bricht. Das sind Momente des Glücks. Man muss dabei lernen, überhaupt nichts zu wollen. Es kann sein, man tritt heraus aus diesem Studio und sieht im Abendhimmel den Sonnenuntergang. Die Wolken gelb am Rand eines Sturmtiefs. Zwischen den Wolken bricht sich das Licht, wie wenn Hände vom Himmel kämen, diese Erde zu segnen. Man sieht einen Schwarm vielleicht aufliegender Vögel, die gemeinsam irgendwo ihren Schlafbaum suchen. Das alles zu spüren, ist Glück. Von Anthony de Mello gibt es eine kleine Geschichte, was Religion sei, die ist fast so ähnlich. Ein Mann fragt den Portier eines Hotels, was glaubt man in China? Und er führt ihn ans Fenster und sagt, was siehst du? Er sagt, ich sehe, wie die Taxis fahren, wie die Leute gehen, wie die Geschäfte, die Boulevards. Was noch? Er sagt, ich sehe die Bäume, ich sehe Blumen. Was noch? Ich sehe, dass sich der Wind bewegt. Siehst du, sagt der Hotelier, das ist Religion. Wenn die Wahrnehmung immer feiner wird und im Grunde immer dankbarer, wenn wir dahin kommen, zu sehen, was wirklich ist, jetzt im Moment, dann haben wir eine ganz gute Chance, glücklich zu werden. Wir können es nicht festhalten, wir können es nicht auf dem Amboss schmieden.
Wir können es nicht auf Dauer stellen. Wir können es nur ohne jede Absicht in einem Moment zulassen. Ich glaube, das Glück lässt sich nicht finden in dem Sinne, dass wir es herstellen, dass wir es erfinden. Ja. Es ist einfach da, im Tanz der Elektronen und im Atomkern, im Kreisen der Galaxien, im Gesang der Vögel, im Tanz eines Schmetterlings. In allem weht ein Stück Glück uns an. Es ist lediglich die Frage, wie wir es zulassen. Kinder können das, indem sie im Moment leben. Ja. Wir Erwachsene tun uns ganz schwer, weil man uns wie Windhunde hinter einem elektrischen Hasen herlaufen lässt. Man sagt, da und da ist die Beute, wenn du noch schneller läufst. Aber wir haben nichts als die Attrappen vom Glück, auf die wir nach Jagd gehen. Immer im Konkurrenzkampf, wer noch schneller sei. Das Glück kommt, wenn wir die Ruhe lernen, stillzustehen und uns selber dafür öffnen. Aber ist dem modernen Menschen nicht genau dieses verloren gegangen? Das Sehen des Wehen des Windes, das Sehen des Aufsprießens der Anemone. Wir haben das ja alles nicht mehr. Das sind poetische Wunschbilder fast, nach denen uns unsere Seele sich sehnt, aber wir finden sie nicht mehr, weil die Zeit zu schnell ist, weil dieses, weil jenes geschieht, weil das Geld uns zwingt. Übrigens sagen die Chinesen, das größte Glück liegt darin, zur rechten Zeit eine rechte Tasse Tee zu trinken. Wir tun das mal eben. Das ist ein ganz besonderer Tee, er heißt Tang Yang. Die Chinesen trinken das in der Nacht der Wintersonnenwende, denn sie hoffen, dass dadurch in der kommenden Zeit, wenn die Tage wieder länger werden, die Ernte gut werden wird. Und sie bauen ihr Glück darauf. Das sind übrigens, liebe Zuschauer, sind das kleine Reismehlkügelchen, gekocht etwa 10 Minuten mit Jasminblättern und etwas Zucker. Wie es schmeckt, sehen Sie jetzt. Moment. Wunderbar. Gleich noch ein Schluck. Es ist in dem, was Sie sagen, übrigens auch enthalten, dass man vom Glück spricht angesichts drohender Gefahr. Ja. In der Wintersonnenwende, wenn die Nächte am längsten sind, wenn die Sonne zu sterben droht. Da hat das Christentum aus dem Erbe der Mithras-Religion Weihnachten gesetzt. Und Sie sagen, dabei trinken wir Tee, unterhalten uns gemeinsam, wärmen gewissermaßen die Seele des einen an der Nähe des anderen. Ich glaube, dass man vieles tut, auf religiösem Hintergrund, magisch scheinbar, indem man das Glück bespricht zur Vermeidung des Unglücks. Als Bergarbeiterkind entsinne ich mich daran, dass mein Vater morgens aus dem Haus ging, um 5:30 zur Seilfahrt, und uns Glück auf. Dabei habe ich nie gewusst, was das genau heißen soll. Soll das heißen, Glück auf euch, wünsche ich, oder Glück beim Beginn, wenn du dich aufmachst? Man wusste nicht, was jetzt beginnt. Es kann unter Tage ein Schlagwetter-Explosion eintreten, es kann das Hangende einbrechen, eine ganze Strecke zu Bruch gehen, es kann Wasser einbrechen, alles Mögliche kann passieren. Angesichts von drohender Gefahr, aber auch der Tüchtigkeit, sich dem auszusetzen, dem Mut, der dazugehört, etwas Rechtes in die Hand zu nehmen, wünscht man sich als Bergmann Glück. Wobei es eigentlich ein schönes Wort ist, nicht? Glück auf. Wir machen auch Glück auf, aber in ganz anderer Weise. Die Chinesen essen ja auch diese Glückscookies. Die Zuschauer, Sie kennen das vielleicht. Das sind Teigwaren. Und in den Teigwaren ist ein Satz verborgen auf einer Papierrolle. Drehmann, wollen wir schauen, was uns das Glück bringt oder was sie uns zu sagen haben. Schicksal mitteilt. Ja, vielleicht ist es auch Englisch. Also Sie machen eins auf und ich mache eins auf. Essen tut man es lieber nicht. Auf den Inhalt kommt es an. Auf den Inhalt eben. Warten Sie, bevor Sie es vorlesen, dann schauen wir. Wer hat nun mehr Glück? Auch schrecklich. Vielleicht haben wir ja das Gleiche. Oh. Ist es so weit, dass wir das Publikumsmäßig vorstellen dürfen, was da steht? Ich habe meine Brille nicht auf, aber ich glaube zu lesen, die Glücksspiele ist sein eigener. Ich lese mal für Sie. Ja. Oh, der Glücksspieler ist sein eigener Taschendieb. Das passt aber wunderbar zu dieser Sendung. Man lügt sich was in die Tasche sozusagen, wenn man glaubt, Sie brauchen auf diese das, Weise des Erfolges.
Der Glücksspieler ist ein eigener Taschendieb. Aha. Es war nicht vorbereitet. Jetzt wissen wir es. Bei mir steht, es wird demnächst ein wertvolles Paket eintreffen. Tja, also mit dieser Information kann ich recht wenig anfangen. Eine Sendung von den Göttern, ja. Was ist ein Paket? Nein, also das ist ja eine schöne Geschichte. Nur haben wir ja in der Thematik Glück, es gibt so unendlich viele Glücksbringer, nicht? Also hier habe ich einen Fliegenpilz. Man sagt ja auch, wenn jemand Glück hatte, du Fliegenpilz. Dann haben wir einen Schornsteinfeger. Übrigens, das könnte ich ein Stück kommentieren. Der Fliegenpilz ist so gefährlich nicht, wie man ihn macht. Er war im germanischen Kultsystem eine Rauschdroge. Ja. Ich mag sie nicht empfehlen, aber sie hat gewisse Gefahrenstufen. Ja. Ja. Von einem bestimmten Grad des Konsums an macht sie mörderische Kopfschmerzen. Mhm. Aber darüber hinaus kann sie als Rauschdroge fungieren und sie ist dann offensichtlich vom Christentum abgewertet worden. Also etwas Gefährliches. Mhm. Und dann wieder, aus der Gefahr hat man das Glück gemacht, sehr gemischt. Aber als Glücksfetisch, als Glücksbringer sozusagen, haben wir, ich kenne eigentlich nur Dinge, die einen negativen Beigeschmack haben. Mhm. Sozusagen. Also ich kenne kein Glückssymbol als Sonne zum Beispiel. Mhm. Wir haben einen Schornsteinfeger, weil er schwarz aussieht und Angst macht. Ja. Man gibt ihm die Hand, man ist dreckig. Nicht? Wir haben Schweine, hier ein besonders herrliches Exemplar. Der Kitsch total. Aber da funktioniert es ja. Die Schweine waren wirklich materieller Glücksbestand in den Höfen. Ja. Dennoch, und göttliche Tiere weitgehend auf der Erde. Das ist ja auch besonders nett, dass ein Schwein mit Fliegenpilz, Matrosenschwein hier offenbar. Mhm. Ich finde es nur so eigenartig, dass Glücksbringer eigentlich mehr bedeuten Unglücksabhalter. Mhm. Warum bedeutet, heißt das eigentlich, also sagen wir noch mal andersrum gefragt, wenn solche Fetische Unglück abhalten sollen, heißt das, dass es auf Erden wesentlich mehr Unglück gibt als Glück? Zunächst bin ich ja froh, wenn sich das auf dieser harmlosen, wenngleich immer noch ein Stück magisch abergläubischen Ebene abspielt. Viel grausamer sind immer noch die Riten, die man aufführt, Unglück abzuhalten durch Opfer. Wie im Alten Testament, dass man den vorbeigehenden Dämon in der Passanacht mit blutbeschmierten Hauspfosten fernhalten muss. Das lässt sich ja immer noch ritualisieren. Ganze Völker jagt man in einen Krieg, im Versprechen, dann werdet ihr glücklich, wenn ihr alles hingebt, womöglich euer Leben. Die Einheit Russlands ist es wert, ein ganzes Volk zu vernichten, das erleben wir jetzt gerade. Oder Gott will es und dann werden schreckliche Kriege zwischen den Religionen aufgeführt, immer im Wahn, sonst drohe Unglück. Die Welt wird objektiv betrachtet gemischt sein. Sie hat, glaube ich, kein allzu großes Übergewicht an Glück, aber es muss eine gewisse Aussicht der Wahrscheinlichkeit sein. Wenn nur noch das Unglück gewiss wäre, würde wahrscheinlich die Spezies Mensch streiken und wahrscheinlich schon viele höher entwickelte Tierarten würden es nicht mehr mitmachen. Es muss die Vision wenigstens, dass man Glück haben könnte, nicht ganz ausgestorben sein. Sonst wird man bei so viel Leid, so viel Schmerz kaum zu leben wagen. Ein großer Biologe, Bertalan Fee, hat einmal gesagt, durch die Mehrzelligkeit kam der Tod, durch das Nervensystem kam der Schmerz und durch das Bewusstsein kam die Angst ins Leben. Mit diesen drei Hypotheken, die das Gegenteil des Glücks bedeuten, müssen wir umgehen. Und wir können es auch auf allen drei Stufen. Schauen wir einem Tier zu, wird man nicht von einer glücklichen Katze oder einem glücklichen Hund sprechen. Aber wir müssen nur sehen, wie eine Katze etwa sich wohlig ausbreiten kann auf einem Sofakissen. Sie hat warm und weich und ist kuschelig geborgen. Sie fühlt sich wohl und wir würden den Zustand des Wohlbehagens ihr nicht absprechen können. Wir Menschen ganz genauso, wenn wir schlafen gehen oder ins Bad gehen oder wenn wir zärtlich einander streicheln. Da sind wir pudelwohl in uns selber. Das ist noch nicht das große Glück, das universelle Glück, das nur dem Menschen zustehende Glück, aber es ist doch ein ganz wichtiger Anfang und eine bedeutende Antwort auf die Angst vor Schmerz. Gegenüber der Angst, die wir haben, weiß ich kein anderes Hilfsmittel, als dass wir zueinander rücken in der Liebe. Gegen die großen Gefährdungen des Lebens haben wir keine Antwort, da wird uns kein Schweinchen helfen, aber dass wir einander nicht zur Sau machen, das wäre sehr viel wert. Mhm. Dass wir näher rücken als Menschen und sagen,
Ich glaube an den Wert, den du hast. Und es müsste dich geben auf der Welt, wenn es dich nicht gäbe. Man müsste dich erfinden, so erlebe ich dich, denn du bist in meinem Leben mein Glück. Können so, wir in der Liebe Glück und Zufriedenheit gleichzeitig finden? Es ist die ganz große Schwierigkeit. Wir lernen in der Liebe, dass das Dasein des anderen ein ganz wichtiger, den entscheidenden Beitrag sogar leistet, glücklich zu sein. Trotzdem wissen wir, wie das Leben ist, es wird die Stunde kommen, wo der Tod uns voneinander trennt, wo Krankheit schon, wo Erschöpfung, wo physische Faktoren, psychische Momente uns voneinander entfernen können. Deshalb ist die Erwartung so groß, dass die Liebe stärker sei als ihre eigenen Gefährdungen. Und im Grunde nur in dieser Zuversicht hat das Glück einen Platz. Dann gehört es wieder dazu, die Liebe lehrt den anderen, den wir lieb haben, dass er seine Person findet. Dass er in den Augen eines Gegenübers, das ihn lieb hat, sich selber noch mal anders anschauen lernt. Und dabei merkt, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen, was seine Befähigung, was sein Auftrag ist. Es gibt ein wunderbares Bild im Neuen Testament einmal, weil wir eben von dem Paradies sprachen. Ja. Im 9. Kapitel des Markus-Evangeliums erzählt die Geschichte einmal, dass Jesus auf einem hohen Berg gestanden sei mit dreien seiner Jünger, der Himmel offen und zu ihm reden Moses und Elias. Es sei durch ihn ein Leuchten geströmt, dass seine Gewänder weiß wurden. Markus sagt so, dass kein Walker auf Erden ein Gewand weißer machen kann. Das ist eine mythische Geschichte. Manche Bibelausleger meinen, es kann im Leben Jesu gar nicht so stattgefunden haben. Ich denke, der Sache nach unbedingt. Derselbe Mann, der später hinübergeht, zugunsten der Menschen, bis nach Golgotha, ins Leid einzutreten, muss gemerkt haben, wie glücklich er sein kann, indem ihm aufging, wozu er berufen war. Für Menschen einzutreten, dass sie frei sind, so verstehe ich die Sprache des Moses. Menschen herauszulösen von der Abhängigkeit und der Tyrannei, der Angst gegenüber den Mächtigen. Herauszugehen aus dem Pharaonenregiment der staatsgehorsamen Unterwürfigkeit. Und das andere, Elias, dass man frei wird von den Götzen im Inneren. Wie viel Unglück haben Menschen in sich aufgenommen seit Kindertagen, in denen man ihnen beigebracht hat, sie haben überhaupt kein Recht im Grunde glücklich zu sein. Sie müssen zunächst einmal Rücksicht nehmen auf die Not der Eltern, auf die Lebensumstände. Sie müssen sich so leicht machen wie eine Schneeflocke im Wind. Sie dürfen um Gottes Willen nicht zur Last werden, nicht lästig fallen. Und wenn sie jetzt noch auftreten und sagen, wir möchten aber auch selber leben, war das immer wie ein Unrecht. Solche Menschen können später das Glück förmlich fürchten wie eine Sünde oder wie eine Schuld und projizieren diese Schuldgefühle womöglich in den Himmel und lernen von der Kirche, dass da ein eifersüchtiger, misstrauischer, zürnender Gott ist, der immer wieder nur Anerkennung schafft durch Vorleistung und Opfer. Auch davon, den Menschen frei zu machen, im Sinne des Elia, war etwas, das Jesus als eine große Vision vor sich sah. Menschen nicht mehr zu fürchten und auf Gott nichts weiter zu setzen als Vertrauen. Das war seine Mission und ich denke, darin war er in seiner Art Glück eingetaucht. Sowas muss man erleben, hier mitten im Dasein, weil es sonst viel zu spät wäre. Können wir sagen, Glück ist Hoffnung ohne Angst? Hoffnung ist viel schon in die Zukunft hineingestellt. Wahrscheinlich öffnet das Glück auch einen bestimmten Horizont, der sich in der Zeitachse nach vorne schiebt. Aber zunächst einmal ist Glück ein Erleben im Augenblick. Ja. Man will überhaupt nichts darüber hinaus. Ja. Nietzsche hat mal sehr schön gesagt, alles Glück will Ewigkeit, alle Lust will Ewigkeit. Tiefe, tiefe Ewigkeit. Und sie ist absichtslos. Und dieses außer sich zu verströmen und sich mitzuteilen. Das ist eigentlich sehr schön, nicht? Alle Lust will Ewigkeit, alles Glück will Ewigkeit, wenn Lust und Glück gelegentlich auch identisch sind. Also nun ein unlustiges Glück ist eine asketische Misserfindung. Also das ist das negative Vorzeichen. Dennoch hat, oder wir sehen, dass in dem materiellen Glück kann ja keine Ewigkeit geborgen sein. Nun, Sie kennen das auch, sozusagen aus unserer Jugend noch, Janis Joplin.
Die Arme. Janis Joplin. Liebe Gott, soll ihr ein BMW schenken? Ein Mercedes. Ein Mercedes, kein BMW. Also das unglaublichste Gebet aller Zeiten. Da kommt eine Frau und führt alles ad absurdum, vielleicht meinte sie auch ad absurdum, und sagt, spricht ein konkretes Gebet aus und sagt, lieber Gott, kaufe mir bitte einen Wagen aus Stuttgart unter Türkheim. Eine so unglaubliche Geschichte. Es ist natürlich interessant, dass ein Mensch tatsächlich nach diesen konkreten Dingen fragt. Sie hat es bitter bezahlt, ja. Im Übrigen. Sie ist gestorben an Drogensucht und das war ganz sicher kein Zufall. Und ich möchte sich aufputschen bis zum Äußersten. Ich möchte, wenn Janis Joplin schon um konkrete Dinge gebeten hat, dann möchte ich Sie bitten, Herr Drebermann, vielleicht können Sie ein Gebet sprechen und um die Dinge bitten, die Sie ganz persönlich glücklich machen würden. Es fällt mir natürlich schwer zu beten in Öffentlichkeit, weil es ein sehr intimer Vorgang ist. Deshalb helfe ich mir mal mit einer Geschichte aus Indien. Gerne. Der Gott Vishnu, der die Welt erhält, kam eines Tages ungeduldig zu einem seiner frömmsten Beter. Er hatte ihn so bestürmt, alles Mögliche zu tun, dass er es leid war. Er sagte, mein Lieber, du hast drei Wünsche frei und die erfülle ich dir, aber dann ist ein für allemal Schluss. Der Mann wünschte sich als erstes, seine Frau möchte sterben, damit er eine andere, bessere heiraten könnte. Aber als sie beerdigt wurde, kamen all die Leute und erzählten, was sie für eine wunderbare Frau war. Ihm gingen die Augen auf, dass er all diese Qualitäten nicht hat sehen können und bat Vishnu darum, die Frau wieder lebendig zu machen. Nun hatte er nur noch einen einzigen Wunsch und mit dem wollte er kostbar umgehen. Jahrelang hat er überlegt, befragte alle Leute, was soll ich Vishnu erbitten? Und die sagten, der eine, unsterbliches Leben. Die anderen sagten, was nützt dir das, wenn du nicht gesund bist? Andere sagten, was nützt dir, wenn du kein Geld hast? Andere sagten, was nützt dir Geld, wenn du keine Freunde hast? Am Ende kam er zu Vishnu und sagte, lieber Gott, sag mir, worum ich bitten soll. Und Vishnu lachte laut und sagte, das Einzige, worum du bitten solltest, wäre zufrieden zu sein mit der Welt, die es gibt, was immer kommen wird. Ich selber könnte mit der Welt, wie sie ist, niemals zufrieden sein, solange darin Menschen sterben in den Kriegen und Tiere gequält werden in der Art, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass der liebe Gott uns nichts Besseres tun kann, als Gefühle des Mitleids, der Menschlichkeit und der Güte ins Herz zu geben. Aber dies wäre mein sehnsüchtigster Wunsch an ihn. Diese Fähigkeiten, die wir in uns hätten, möchten leben, dass wir den Tod besiegen. Oh.